Hallo, Servus und herzlich willkommen zum nächsten Focus Finds. Es ist wieder ein strahlender Wintertag, die Sonne scheint, leichter Wind und minus 4 Grad ungefähr. Aber egal, na, los geht's und viel Spaß. Das ist echt der erste Fund, also klasse, faszinierend, super, das ist ein Fingerhut, sehr schön, auch vollständig glaube ich, klasse. Was haben wir hier? Ich mach's doch mal sauber, melde mich gleich nochmal. So, ist ein super Fund. Und zwar Bronze. Sehr schön verziert. Na, Tütchen mit GPS-Koordinatenzettel ist auch schon wieder bereit. Auf alle Fälle aufnahmewürdig. Und schöne Patina drauf. Super. Das ist eine schöne alte Münze, Kupfermünze. Tolle Patina drauf. Die Seite könnte ein Wappen sein. Sieht fast so aus. Mehr kann ich nicht erkennen. Und wieder 1924, eine Münze. Auf der ganzen Wiese hat es wohl irgendwo mal ein paar Mundharmonikas zerhäckselt. Die finde ich hier weit verteilt, in kleinen Partikeln. Endlich mal wieder ein guter Fund. Also ich habe jetzt die ganzen Harmonika-Fitzel nicht gezeigt, aber ein guter Fund ist wieder hier diese Musketenkugel mit Gussgrat, ne? Ganz klasse. So, sehr schön. Und hier haben wir einen Knopf. Ui, sie ab. Mit Öse dran. Kupfer in die Öse. Hier haben wir einen verformten Löffel. Moderne Kunst. Warum nicht? Reichspfennig. Ganz oberflächennah, ein schöner Wallfahrtsanhänger. Aluminium mit der Mutter Gottes drauf. Sehr leicht. So. Das ist der nächste Fund. Griff, das Bronze, sehr schön, wunderbar. Wieder eine Musketenkugel, ziemlich an der Oberfläche, vielleicht so 1 cm, 2 cm im Boden. Sich also eine Art Knopf, würde ich sagen, mit Öse dran. Auf der anderen Seite noch eine Verlängerung dran. Möglicherweise erstmal vorsichtig reinigen. Stück vom Riemen.
besten Funde kommen auf den letzten Metern. Nochmal ein Bronzefund. Unglaublich. Hier. Super. Wunderbar. Eingetütet. Nordostwärts drauf. Und Fundtiefe und relativer Fehler vom Gerät. Und Kartennummer natürlich. Und auf den letzten Metern fangen wir natürlich auch nicht an zu schlampern. Am Ende der letzten Bahn versteckt sich hier noch was, und zwar im Wurzelbereich, ziemlich oben, versteckt sich hier noch eine Salzbleiblombe. Ui, toll, Wappen drauf, ganz gut erhalten. So, das war's schon wieder von mir. Ich wünsche euch alles Gute, gut Fund, macht's gut, und ich hoffe, wir sehen uns wieder. Servus!